So Leute, ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digimon Masters Online, aber KDMO mal wieder. Jo, kam ja lange nichts mehr von KDMO und ich habe endlich das Spiel wieder zum Laufen gebracht. Hab jetzt den einen halbwegs Englisch-Patch drauf, nur die Quests werden halt bei mir nicht übersetzt. Wenn ich dann das Ganze übersetzen möchte, habe ich einfach nur einen Blackscreen und das Spiel hängt sich auf. Und deswegen lasse ich es jetzt einfach bei diesem leichten Englisch-Patch, weil das reicht mir voll und ganz. Und ja, ich schalte mal hier irgendwas frei. Geht nicht. Geht nicht. Dann schmeiße ich die Sachen hier mal eben weg. Weil wir haben hier nämlich was, was wir aufmachen können. Und ich habe keinen Platz. Ja, egal. Wir brauchen ja nicht unbedingt diese Daten hier. So, zack. Rüber. Kann ich es immer noch nicht aufmachen. Ich bin noch Level 16, Tamer. Mach doch auf. Oha. Oh, aus Versehen. Ah, ich habe aus Versehen da drauf geklickt. Hoppala. So, warte, oh, was haben wir denn hier bekommen? Ein Teriamon 4-5, okay, ja, ist jetzt nicht so geil, 4-5 wieder. Jetzt haben wir Lockmon und Teriamon, alles klar. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen hier einfinden. Und, yo, wo sind wir denn hier stehen geblieben auf der Map? Also wir haben auf jeden Fall einiges an Quests schon fertig. Wir haben 500% XP. Ja, ich quatsche jetzt erstmal hier mit den ganzen Leomons und so. Denn ich glaube, das ist die Quest hier. Boah, ich bin gerade erst... Ja, was heißt wach, aber... War schon unterwegs, einkaufen und so. Und ja, jetzt ist hier unten Skype wieder. Boah, ich liebe es, ey. So, ich laufe jetzt erstmal die ganze Route ab. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas killen muss. Ja, hier sind nämlich noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Aber ich werde jetzt erstmal hier die Leomon-Quests fertig machen. Oh, da ist auch was zum Labern. Aber das wird hier nicht auf der Karte angezeigt. Das ist das geheime Leomon. Das geheime Leomon. So, das haben wir das fertig. Jetzt müssen wir das da unten noch. Ja, und dann haben wir das eigentlich so gesehen schon fertig. Also ich denke mal, das gibt gleich fett Level up. Und wir haben auch noch 500% XP. Im Cash Warehouse haben wir unnormal viele 300% Booster. Also... Ja, hier haben wir einiges. So, da oben ist das andere Leomon, was wir eben schnell machen werden. Yippie. So, Wounded Leomon. So, dann haben wir die Quest auch fertig. Ja, eigentlich würde ich ja jetzt alle machen von denen. Aber die mache ich, ich mache jetzt erstmal die anderen alle fertig. Das ist jetzt erstmal wichtiger. So, was soll ich killen, Biomon? Ja, hier gibt es ja Biomon auf der Map. Nein, noch nicht so weit weg. Ja. Boah, so ein weiter Weg wieder. Dann laufe ich lieber hier rum. Und wie gesagt, die Quest, die gebe ich am Ende ab. Dann kann ich die ganze Leomon-Quest hier auch noch abgeben. Das sollte ja kein Thema sein. Hab ich bei KDMO eigentlich mal 20 Minuten oder 15 Minuten Parts gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich weiß das gar nicht mehr. Egal, ich mache jetzt einfach 20 Minuten. Oder ich kann ja mal eben kurz gucken, das ist ja kein Thema. Das steht ja einfach da. So, dann laufen wir mal hier ein bisschen weiter. Weiter zu Biomon. Playlist. Wo ist er denn hier? Da. Toll, da stehen ja nicht mal... Doch, 15 Minuten Parts, alles klar. Gut, dann sind es 15 Minuten Parts. Machen wir das so. Ach ja, die Monster sind ja alle auf einen Haufen. Das Spiel ist ja also ohne Scheiß. KDMO, finde ich, ist jetzt eigentlich voll so für Doofe gemacht. So. Weil da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Ne? Weil alle Digimon auf einen Haufen sind und... Ja, ist eigentlich... Keine Ahnung. Wir haben sogar 500% XP. Lol, wenn ich auf B drücke, kommt das. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Ultra-Level. Muss mal eben schnell. Ich bin jetzt an der B gewöhnt, weil wegen Aura Kingdom und. Ja. Und das Coole ist, wir kriegen ja jetzt noch XP. Oi. Hier gibt's wieder einiges an Quest-Items. Da müssen wir wahrscheinlich 3 Biomon und 3 Biomon-Leader. Würde ich jetzt mal so tippen.
Tippen, tippen, tippen. Was ist das hier für eine Quest? Ach, das ist die, die ist fertig. Gut, gibt's hier denn Biomon Leader? Müsste da eigentlich, oder? Ja, da oben. Biomon Chief. Oh, wir kriegen sogar hier von Biomon die Feder hier, das obere, den Kopf abgehackt. Wir haben den Kopf abgehackt. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Aber davon müssen wir noch eins. Oh, krass, wie viel wir jetzt gleich bekommen an XP, ey. So. Davon müssen wir jetzt noch fertig. Davon noch ein. So, dann killen wir den jetzt einfach mal. Das Geile wäre, wenn wir jetzt ein Digi-Aura oder sowas hätten. Das wäre so schön. Aber das kriegen wir natürlich nicht. So, nächste Mal. Ups. Aber wir one-hitten die schon. So, dann haben wir das auch fertig. Da müssen wir jetzt noch die beiden hier machen. Was muss ich denn da bei dem machen? Und da? Oh, wieder Biomon. Muss ich da irgendwas killen? Den Chef bestimmt von denen, oder? Da kommt ja immer so einer, wenn man Biomon gekillt hat. Aber vielleicht ist der... Ah, ne, in Channel 1, dann wäre der schon hier gespawnt. So. Happa. Ja, ich freue mich mal wieder ein bisschen K-Demo aufnehmen zu können. Ist mal wieder eine kleine Abwechslung für zwischendurch, so. Und, yo. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Ich werde aber jetzt diesmal keine Gilde hier gründen oder sonst was, weil... Ja, darauf habe ich keine Lust. Ihr könnt mich auch, denke ich mal, verstehen in der Sache. Werde ich dort keine Gilde mehr aufmachen möchte. Egal wo, ob K-Demo oder whatever-Demo. Wann kommt der denn hier? Oder muss ich irgendwas einsetzen? Irgendwie Medikamente oder sowas. Nee. Dann gehe ich jetzt mal hier die Quests alle abgeben. Dann kacke ich auf die anderen Quests. Weil wir haben jetzt schon so Unmengen an Quests und die, das soll mal hier leer gehen. Cell Biomon Shiny Neck 100T. Ach ja, bei denen gibt's ja schon, die ganzen Dungeons und so, was das bei uns halt nicht gibt. Was ich halt voll schade finde. Jetzt muss ich mal eben hier nochmal mein ganzes Menü hier nochmal machen, wie in G-Demo. Damit da bloß keine Fehler aufkommen. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehmen werde, kommt darauf an, wie viel Bock ich habe. So. Gib mir einfach deinen Staff. Boah, jetzt kommen direkt schon wieder Quests hier, ey. Und wir haben die anderen noch nicht mal fertig. Fertig, damit er die Schnauze hält. Fertig. So. Dann gibt es da wieder was. Dann müssen wir da hinten noch was abgeben. It is good. Und Thema Level 18 können wir gleich auch schon. Also, es geht recht fix. Und wir haben noch Jump Booster hier. Yay! Jump Booster. So, Leomon, habe ich die angelabert, deine Kollegas. Die Schocklet, die kann ich mal hier reinballern. Damit ich nicht in meinem Inventar gehen muss, ne? So, Enzyklopädie haben wir jetzt noch nicht. Was gibt's denn hier so in der Enzyklopädie? Gibt's hier Buffs, die wir nicht haben? Ja, gibt es sogar, lol. Ja, der Kaiser Grammon und Magna Garurumon, das sind alle drei hier. Und Trick or Treat, haben wir den auch? Nein, oder? Was haben die denn noch hier? Lol, die haben Macedmon. Lol. Die haben besser als wir. Lol, die haben alle Jorgris. Mit allen Jorgris haben die ein Erfolg. Toll, und bei uns gibt's sowas nicht, ey. War so klar. So, dann können wir das noch abgeben bei Frigimon. Ich bin der Frigimon.
Was heißt das hier? Ach, jetzt muss ich hier zu Dings. Oh, jetzt haben wir wieder tausende Quests wieder, Leute. Tausende Quests. Da ist wieder dieses Wollen wir uns Fehler von Biomals look, ey. Muss ich die denn einsetzen? Erstmal sortieren. Erstmal sortieren den ganzen Shit. Soll ich die Leomon... Ich weiß nicht, ob ich die Leomon-Quest auch machen soll. Ey, soll ich mal mein Dings fluten? Das geht nicht. Schade. Wäre mal cool, wenn man die auf 129% fluten könnte. Was ist das? Muss ich hier die Feder usen oder so? So, das geht schon mal nicht hier. Wo sind denn hier die Chiefs? Vielleicht muss ich ja das bei den Chiefs machen. Mit der Feder. Oder? Ich glaube nicht. Wofür habe ich die denn dann? Das ist wieder... Man kann nicht lesen, ey. Ja gut, hier müssen wir aber auf jeden Fall nichts mehr machen. Wir haben aber noch die Dark Tower Piece. Gucken, ob wir was bei Staying Morn machen müssen. Ob der uns irgendwas gibt. Ich glaube aber nicht. 1280, das ist ja schon mal ordentlich was, ne? Also hier müssen wir schon mal überall nichts mehr machen. So, die Bormon glaube ich auch nicht. Ne, was haben wir denn hier noch für Digimons? Gehen wir mal da auf die andere Seite. Ja, die Frage ist jetzt, wie gehen wir da rum? Aber wir laufen einfach hier über... Über die Swisse. Ey, der Old Man ist auch wieder am Start. Da kriegen wir auch direkt schon eine Quest hier. Ey, da doch, da sollte ich irgendwas killen. Eins von drei. Was war das? Biomon? Ist die Frage jetzt, was war das? Punch. One Punch Man. Was habe ich denn jetzt gekillt? Stingmon noch? Ne, und ein Bormon, glaube ich. War das eins von drei? Dann war das ein Stingmon. Wow. Was für eine Quest? Ja. Das ist für eine Quest. Jawohl, hier die auch. So, dann haben wir die fertig. Die Stingmon mal eben gekillt. Jetzt die Bormon. Die sexy, sexy Bormon. Da kriegen wir nämlich Quest-Items. Und wir haben fast unsere 100M. Wo wir rein theoretisch eine Gilde aufmachen können. Mach ich aber nicht. Hahaha. Wann kann ich denn als nächstes die Box aufmachen? Ach, kann ich schon längst. Kann ich wieder Dingens einsetzen, dann so ein Pumpkin-Ding. Ah, die kann ich auch einsetzen. Und wieder ein Warehouse. Warum denn immer ein Warehouse? Gib uns doch mal ein Inventory. So, war das in der 19er Box drinne? Genau dasselbe wieder. Toll. Und die DS gehen auch so schnell leer, ne? Das fuckt voll ab. Oh, ich scheiß jetzt auf den mal eben. So. Zack, hau den auch weg. Oh, von dem müssen wir auch was sammeln. Ich kill einfach alles, was geht. Fuck off. Hauptsache, wir bekommen da irgendwas. The Bouts. Einfach so einen Punch geben. Ach so, von der wir müssen wir alles recht einkillen. Und auch normale Bormon. Jetzt geht's hier langsam los. Jetzt weiß ich. So einigermaßen. So, der ist fast fertig. Ah, da oben geht's schon weiter. Okay. Dann weiß ich da schon mal Bescheid.
So. Zack, der Devimon hier auch noch. Und gibt's noch einen Punchman, bam. So. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war's das für die KDM-Auffolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, schreibt vielleicht die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ciao.